Ich glaube, ich muss die Sendung gar nicht mehr moderieren. Ich habe echtes Gold gefunden. Ich bin schon auf Sendung? Oh, natürlich ist das kein echtes Gold. Das packen wir mal hier hin. Das dient nur zur Dekoration. Und damit recht herzlich willkommen bei Tiny Chummy. So, meine lieben Freunde, heute möchte ich euch mal einen besonderen Kugelschreiber vorstellen. Den habe ich neulich bei, wo habe ich den gefunden? Bei Tiger, glaube ich. Ja, ich meine, das war Tiger. Und zwar, jeder von euch kennt ja diese normalen Kugelschreiber. Diese ganz schlichten, die schreiben. Und da habe ich was richtig Cooles entdeckt. Diesen mega coolen Kugelschreiber. Was er kann, außer schreiben, nichts. Der sieht einfach nur cool aus. Ja, meine Freunde, den habe ich nämlich schon ausgepackt. Aber ich wäre ja nicht Tiny Tommy, wenn ich noch was Besonderes im Petto hätte. Ich habe nämlich noch einen gefunden und der ist nochmal um ein Vielfaches größer. Der sieht so aus. Richtig gigantisch. Habt ihr schon mal so ein großes Teil gesehen? Den werde ich niemals mehr verlegen. Ja, meine Freunde, lasst uns diesen coolen, gigantischen Kugelschreiber mal auspacken und mal gucken, ob er auch schreibt. Was der gekostet hat? 2 €. Seid gespannt. Sag mal, Freunde, mit dem Gold im Nacken kann ich nicht gut auspacken. So, ab nach hinten. So, meine lieben Freunde, den habe ich ja bereits schon ausgepackt, wie ihr unschwer erkennen könnt. Von der Verarbeitung her sehr super gelungen. Bloß von der Federmechanik her könnte es ein wenig besser sein. Mal gucken, ob sich da eine Giant-Feder drin findet. Und was sehen wir da? Nö, ist einfach nur eine ganz normale Feder. Oh, jetzt muss ich das Teil wieder versuchen, hier reinzustecken. Ist mir wieder natürlich durchaus gelungen. Der hat übrigens 1 € gekostet. So, dann kommen wir zum richtig genialen Big Kugelschreiber. Der sieht so aus. Packen wir ihn aus. So, um ihn auszupacken, müssen wir ihn nur von dieser Verpackung trennen. Das Ganze machen wir mal, indem wir das einfach mal reißen. Das war, glaube ich, keine kluge Idee. Oh, ist der schon kaputt? Nee. Hier oben dachte ich zuerst, das kann blinken oder so, aber dem ist leider nicht so. Und wie ihr sehen könnt, ist eine richtig coole Mine zum Vorschein rausgekommen. Der funktioniert übrigens einen Tick besser als der. Mal gucken, ob da vielleicht doch irgendwie Batterien reinkommen. Feder ist auch gleich geblieben. Ja, ein schweres Unterfangen. Nee, tut mir leid, Freunde. Der kann nichts, außer schreiben vielleicht. Das Ganze schrauben wir dann mal wieder zu. Und versuchen jetzt mal einen Test zu schreiben. Ja, also schreiben kann man damit, liegt ein bisschen schwerlastig in der Hand, also hat ein bisschen Neigungswinkel nach hinten, also ist eigentlich, glaube ich, nur als Gag gedacht. Ich dachte, dass das kein Gag-Kugelschreiber wäre. So sieht das Ganze aus, wenn ihr damit rumschreibt. So sieht das mit dem aus. Also man kann den Unterschied deutlich erkennen. Richtig nice auf jeden Fall. So, dann würde ich mal sagen, lasst uns zum Kugelschreiber-Testergebnis und Fazit kommen. Jetzt aber schnell weg hier. Ach ja, wir wollten zum Testergebnis kommen. Ich wollte die nur ein bisschen polieren, damit das beim Ergebnis ein bisschen glänzt. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Okay, kann ich auch später machen, kein Problem. Lasst uns erstmal den Kugelschreiber bewerten. Da haben wir zunächst einmal diesen kleinen, diesen Standard-Dings. Ohne Bewertung natürlich. Der schreibt natürlich sauber. Dann haben wir die etwas größere Größe von dem Kugelschreiber. Eben hat das ja ein bisschen geklemmt, aber jetzt funktioniert das auch wieder optimal. Der schreibt auch, der liegt sogar einen Tick besser als der große in der Hand. Den würde ich eher zum Schreiben empfehlen. Und dann kommen wir zu diesem großen Kugelschreiber. Der ist ein bisschen schwerlastig in der Hand.
Also heißt beim Schreiben, kippt er mal eher nach hinten. Also für Zwerge, also wenn ihr ein kleines Kind haben solltet, gebt ihm diesen großen Kugelschreiber nicht in die Hand. Von der Schreibqualität habt ihr ja gesehen, schreiben die gleich gut alle. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Von der Verarbeitung her muss ich sagen, ist das richtig gut verarbeitet. Und wie ich jetzt sehen kann, ist dieses durchsichtige Teil nur durchsichtig und bringt gar nichts. Hier kann man nämlich sehen, da kommen keine Batterien rein. Ja, meine lieben Freunde, mehr dazu gibt es leider nicht zu erzählen. Wenn ihr wissen möchtet, wie groß die Dinger sind, schreibt es in die Kommentare oder lasst es auch sein. Ich habe nämlich jetzt nichts zum Nachmessen dabei. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Tiny Tommy. Also, dieses Video war ja total unnützig, oder? Jetzt muss ich aber auch... Ach, ich habe irgendwie Kleber an den Fingern.